Das war herrlich, Freunde. Ich meine, guckt euch das an. 300 Kilo. Einen wunderschönen guten Tag, Freunde des Leistungssports. Das ist wieder der Starkhalte Mann aus dem Internet. Heute sehr kurz angebunden, deswegen wird es nur, was heißt nur, Bankdrücken geben. Kann es was Schöneres geben? Nein, natürlich nicht. Bankdrücken kommt ja eigentlich bei euch eh mit am besten an. Und warum soll man den Fans nicht das geben, was die Fans wollen? Also machen wir Bankdrücken, richtig. Und gesagt, und es passt halt auch super rein in so einen Tag, wo man nicht ganz so viel Zeit hat. Es ist nun mal so, ihr wisst es, drittes Kind. Ich habe es beim einem der letzten Videos angemerkt. Ich bin ja letztes Jahr nochmal Vater geworden. Das heißt, es ist gerade echt viel zu tun. Die Kleine ist jetzt 3,5 Monate, geht auf den 4. Monat zu. Das heißt, es ist immer wieder eine Herausforderung. Und so ist es heute auch. Heute hat sie einen sehr schlechten Tag und meine Frau braucht zwischendurch ein bisschen Hilfe. Danach habe ich so eine halbe, dreiviertel Stunde Trainingszeit für die Familie investiert, was definitiv wichtiger ist, ganz ehrlich. Denn die Familie bleibt fürs Leben, das Training höchstwahrscheinlich auch, aber die Familie ist da doch wichtiger. So, ich denke, ihr habt da auch Verständnis für. Auf der anderen Seite habt ihr natürlich jetzt auch die Win-Situation, es gibt Bankdrücken. Und heute wollte ich mal wieder so ein paar Tools ausgraben, wie zum Beispiel die RAM. Und heute ballern wir mal raus und gucken mal einfach, just for fun, hämmern voll drauf, geben Gas, machen schwere Gewichte auf die Stange und ja, haben einfach Fun. Genau, das ist jetzt der Plan für heute. Keine Struktur, einfach Vollgas. So, das wird, kann nur gut werden. Also von daher können wir uns alle freuen. So, ich werde mich jetzt ein bisschen aufwärmen. Das filme ich natürlich wieder nebenbei. Und dann gucken wir mal, was heute einfach passiert. Ja? Alles ist offen, aber es wird episch. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Also das Warm-up, die 70, 120, 170, abgehakt. 8-3-1, ihr kennt das Spiel. Jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, weiß, wir sind jetzt bei 200 Kilo. Jetzt wird's lustig. Ich muss eigentlich sagen, ich habe ziemlich Muskelkater vom Montag. Unglaublich, wer hätte das gedacht? Und das, obwohl ich doch dann nur von 183 bis 235 gemacht habe, von 6 bis 2 Reps. Ja, also es knallt rein. Aber das Schöne ist halt, ich bin nicht so komplett platt, weil ich keinen Single gemacht habe, der an die 100% rangeht. Also, ich glaube, der Plan ist gut. Ich habe hier schon Spielsachen. Einmal die normale RAM. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Die ist jetzt 11 Jahre alt oder so. Ja, ungefähr 10, 11 Jahre. Also, die hat schon ein bisschen was mitgemacht. Aber ein bisschen Saft hat die gute noch. Und das hier ist ihre dicke Schwester. Ja, das ist die Super RAM. Es gibt auch noch stärkere, also, aber sag mal so, für den normalen Hausgebrauch ist das hier echt schon super. Und ist auch gar nicht mehr ganz so einfach anzuziehen, aber da gibt es einen Trick, das zeige ich euch nachher noch, wie man die gut über die Arme kriegt, wenn man da etwas befleischter ist wie ich. Ja, damit wollen wir heute ein bisschen rumspielen. Mal gucken, was rauskommt. Aber jetzt will ich mich noch ein bisschen aufwärmen und dann die schweren Gewichte rantasten. Einfach, damit der Körper gut vorbereitet ist. Oh, möglichst Verletzungsprävention. Ich habe nämlich vor kurzem wieder jemanden gesehen, der sich die Brustmuskel lädiert hat. Wo ich immer denke, wie schafft ihr das? Ich meine, ja klar, es ist wahrscheinlich dann wieder zu schnell zu viel gewollt und zu schnell hoch. Ich meine, ich habe Jahre gebraucht, um auf 250 zu kommen. Ich glaube, 10 Jahre. Und andere machen das halt, wollen dann ja von einem Jahr, gehen sie dann auf 200 hoch, weil sie vorher 150 gemacht haben, dann wundern sie sich, dass sie macht. Ja, das könnte vielleicht damit zusammenhängen. Just saying. Also lieber ein bisschen langsam, mal ein bisschen Regeneration, Step by Step. Und wenn es mal ein Jahr länger dauert, ist das auch nicht schlimm. Hauptsache, man kommt ans Ziel, denn der Weg ist das Ziel beim Kraftsport. Ha, jetzt kommen aber natürlich wieder die schönsten Phrasen aus der Truhe. Aber es ist wirklich so. Ne? Um nochmal das Nonplusultra daraus zu holen, Kraftsport ist kein Sprint, Kraftsport ist ein Marathon. Aber ganz ehrlich, wenn ich die Puste für einen Marathon hätte, würde ich es trotzdem nicht machen, weil das müsste man mit dem Kalender stoppen. Ha, so, 200 Kilo, weiter geht's. Freunde, die 220, nee gar nicht, es waren 230, ha, ich bescheiß mich gerade selber. Die waren gut, die waren besser als das letzte Mal, wo ich Maximalkraft gemacht habe mit 270.
ihr versteht, was ich meine. Also die 230 fahren gut. Ich gar nicht gedacht, mit dem müssen wir da, aber man merkt es. Da ist noch richtig schön Belastung drin, nicht? Aus dem letzten Training und aus den letzten beiden Trainingseinheiten eigentlich, weil ich war ja einmal das schwere Bankdrücken mit dem Maximalkraftversuch 270 und dann nochmal schon das neue Volumentraining. Respekt mal mich selber. War gut. Ich mache jetzt 250 und dann werde ich wahrscheinlich die RAM drüber ziehen. Für mich ist das jetzt so ein bisschen Premiere, weil ich habe, wenn ich mich richtig erinnere, bis jetzt immer nur im Breitengriff mit der RAM gearbeitet. Ich habe das in dem Video erklärt, wo ich den PR aufgestellt habe, was das für einen Unterschied macht. 20 cm schmaler greifen, dementsprechend mehr Arbeitsweg und natürlich auch andere Hebel, auch die Belastung. Es wird weniger Brustmuskel eingesetzt und es wird mehr auf Trizeps umgelagert. Dementsprechend ist auch der Kraftfluss etwas anders. Ja, macht sich schon bemerkbar, auf jeden Fall. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich die 270 so gedrückt habe, denn die 290, also meine absolute Bestleistung, wie gesagt, im Breitengriff. Ja, und 20 Kilo sind noch ein gutes Stück, aber auch nicht mehr so weit weg. Also, wer weiß, was noch passiert. Aber deswegen machen wir jetzt das heute. Jetzt erstmal die 250, dann machen wir die 5 Roten drauf oder so. Und dann erstmal mit der RAM und gucken mal. Dann werde ich wahrscheinlich auch nur noch Singles machen, einfach um mich nicht zu sehr kaputt zu spielen. Früher habe ich da immer Raps mitgemacht, 2 bis 5. Je nach Intensität, auch je nach Gewicht, bin ich so ein bisschen von weg. Ich glaube, das ist nicht wirklich zielführend. Man macht sich dann zu sehr kaputt. Weil es ist ein Overload und ein Overload belastet den Körper. Also eine Überbelastung. Ne? Und eine Überbelastung ist halt schon hart. Und selbst wenn man nur einen Rep macht, wie gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel 300 mit der Super RAM drucken würde, sind das 30 Kilo mehr als mein PR und dementsprechend schon ein 10%iger Overload oder mehr als 10%, das ist schon massiv. Da muss man schon aufpassen, dass man nicht zu sehr ausbrennt. Aber es wird. Jetzt erstmal das. Die 250 waren ganz gut, aber doch schwerer als ich gedacht habe. Ich hatte kurz mit dem Gedanken gespielt, einen Double zu machen, der sicherlich durchaus drin ist, aber nicht heute. Aber guckt, hey, da sind wir wieder. Ding, 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 die 5 roten Platten. Genau, und diesmal mit dem kleinen Schlingel hier. Oh, die Schlingel-Shot. Titan Ram. Ich mag die persönlich lieber, weil die Arme hier anders angenäht sind als bei diesem Slingshot-Gebammel. Die ist halt mehr so Richtung Bankdrückshirt. Das sind so die glorreichen alten Zeiten des Benchings mit Bench-Shirt. Ja. Und ja, die ist echt gar nicht so schlecht, um auch deine Rohleistung. Wie gesagt, Overload-Training, eine RAM ist schnell mitgenommen, kann man überall kurz einsetzen. Aber wie gesagt, wenn ihr mit sowas arbeitet, niemals alleine. Und Safeties. Safeties, Safeties, Safeties. Ne? Nicht ohne und wie gesagt, am besten immer mit jemandem dabei. Weil schnell kippt das mal in irgendeine Richtung, wenn man dann vielleicht doch mal den Drive verliert. Und niemand muss sich Absicht verlassen. Jetzt gehen wir Gas. Oh Leute, das war jetzt doch schwerer als ich dachte. Aber es gut funktioniert. Das Problem ist halt mit dem schmalen Griff. Macht die weniger Spannung, weil ist ja klar, wenn ich so greife, sind die Ellbogen oder die Arme weiter zusammen, gehe ich weiter nach außen, habe ich auch automatisch mehr Spannung schon in dem Ding. Dementsprechend macht es unten raus mehr Schub. Und die 270 waren, da hat das Ding jetzt nicht so viel mitgeholfen, wie ich es gewohnt bin. Krass, hätte ich mit mehr gerechnet. Aber umso geiler ist es natürlich, dass ich es geschafft habe. Hey, super. Wenn ihr aber übrigens mal Bock habt, dass wir mal darüber reden, zum Beispiel über, komm her, die RAM. Oder, ich muss mich bücken, verdammt. Oder die Slingshot-ähnlichen Sachen. Das hier ist die Ballista aus dem Slingshot. Die habe ich auch. Oder ganz krass, darüber, über ein Bankdrückshirt. Das ist normale Super-Katana. Also, das ist noch so Anfang Pro, aber noch so easy peasy. Da gibt es schon viel krassere Sachen als das. Aber wenn ihr mal Bock drauf habt, dass wir darüber sprechen. Und ich euch ein bisschen was zeige, was das Anziehen angeht, das Handling mit dem ganzen Kram, wo Vor- und Nachteile sind. Dann schreibt unten in die Kommentare und dann reden wir gerne in den nächsten Videos darüber. Ich stecke da jetzt noch ein bisschen was drauf und knüppel mir die Super-RAM drüber.
Die 280 waren schon viel besser, aber richtig bah, Bums dahinter. Habt ihr ja gesehen. Und die 290. Sehr schön. Ich habe aber so ein bisschen Gefühl gehabt, ich muss unten suchen. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Aber war ein schönes Gefühl, war richtig Schmackes hinter. Ich werde jetzt die grüne noch gegen die gelbe austauschen. Ich glaube, das ist dann auch das Limit für heute. Also nicht das Limit überhaupt, aber es ist trotzdem schön. Man will ja 300 Rot drücken. Jeder will 300 Rot drücken. Ne? Also ist halt so. Man ist immer auch noch da hinten drin. Ne? 300 Rot drücken. Und da kann man mit so einem Overload, wenn man es ab und zu mal einstreut, könnte man ein bisschen darauf vorbereiten, die neuronalen Wege schon mal austreten und sagen, hier, pass auf, diese Last, die kennst du schon. Das ist nicht so krass, oder, ne, in Anführungsstrichen, du hast das schon mal bewegt. Ne, weil die Last auf den Unterarm, Muskeln, Knochen, Bänder, die ist halt da. Ne, das ist dann schon mal darauf vorbereitet. Es unterstützt halt nur so ein bisschen gerade unten weg. Und ja, den Lockout bewältigt man dann doch schon relativ alleinär, aber es hilft halt. Es ist ähnlich wie ein Bankdrückshirt. Nur die Titansachen sind halt mehr unten raus und Lockout muss man ein bisschen mehr selber machen. Bei den anderen Sachen ist halt ein bisschen mehr, dass die Arme halt richtig zusammengezogen werden und die auch über den kompletten Weg mehr supporten, dafür unten ein bisschen weniger. Ne? Aber wie gesagt, ich mag die Titansachen einfach lieber, weil ich auch Titan-Shirts gedrückt habe, deswegen auch Titan-Support-Systems. Ich baue das jetzt um und dann machen wir die noch. Alcohol for you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Das war herrlich, Freunde. Ich meine, guckt euch das an. 300 Kilo. Das ist doch ein richtig schöner Einstieg für dieses Jahr. Und vielleicht klappen wir auch irgendwann ohne Spielzeuge. Schauen wir mal. Aber alles in allem wird das heute bis 250 roh, 270 mit der alten Ram, 280, 290 und 300 mit der Super Ram. Also eigentlich wäre das ein richtig geiles Shirt-Training gewesen, so für den Einstieg. Ich werde das ab und zu mal einstreuen, denke ich, einfach mal so, um den Körper ein bisschen vorzubereiten. Und ansonsten weiter das Volumentraining machen, wie ich es im letzten Video gezeigt habe. Und ja, ich denke, damit kann man schon mal so ein bisschen was reißen. Ne? Die DM in Köthen ist, glaube ich, am 15. April. Also ein bisschen Zeit ist noch, um mich vorzubereiten. Mal gucken, was wir bis dahin... Oh, Entschuldigung, gerade so viel getrunken. Was wir bis dahin auf die Bühne kriegen. Sorry dafür, ich rühle hier so ein bisschen rum. Oh, aber ich bin sehr, sehr happy. Das war schön. Das war, ja, das war echt schön. Also 270 gedrückt, vor zwei Wochen, vor anderthalb Wochen. Ja, ich glaube, nein, vor einer Woche. Vor einer Woche habe ich 270 gedrückt. Stimmt, das ist noch gar nicht so lange her. Das Jahr hat ja gerade erst angefangen. Krass, das ist ja noch geiler. Und dann noch so ein heftiges Training am Montag und jetzt das. Mega gut. Und vor allem das alleine rausheben, ihr glaubt gar nicht, wie sehr das den Körper belastet. Die Brustmuskeln, also hier oben, da hilft die Ram ja nicht viel mit. Hier oben muss man das wirklich fast alles aus der Brust selber erstmal aus der Ablage raus. Das ist schon eine krasse Belastung. Und das, auch das trainiert halt schon. Aber wie gesagt, wenn ihr mal Werner zum Thema Ram, Slingshot oder Shirt hören wollt, lasst mich wissen. Ich mache gerne ein Video für euch darüber. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Spaß beim Sport und hoffe, dass dieses Video euch gefallen hat. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein. Und guckt doch mal die Videobeschreibung. Das habt ihr bestimmt schon lange nicht mehr gemacht. Da gibt es immer ein paar geile Links. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Brooklow.